Mein 10. Tag. Ich fahre nicht mehr alleine. Warum hier shoppen ohne Land in Sicht? Das erste Mal Fähre mit Motorrad und eine wichtige Botschaft von Hanuk. Morgen, es ist jetzt 20 vor 11, es ist super Wetter, ein bisschen Wind, aber wir müssen jetzt vor 11 losfahren. Wir fahren jetzt ein bisschen Sand und 17:30 genau mit der Fähre nach Hiltenhals, Dänemark. Ich fahre dort gleich ungefähr 2,5 Stunden oder so. Es wird geil jetzt, ich freue mich. I forgot my coffee. Da ist eine Fliege drin. War wohl zu viel Kaffee. Ich fahre heute jetzt mal einfach den Yannick hinterher, den ich auf dem Campingplatz kennengelernt habe. Und, oh, Pfütze. Pfütze. Also, wir schauen uns jetzt Kristiansand an. So, die bösen Jungs kommen jetzt. Achtung, Achtung. Wir fahren 40 in der 30er-Zone. Und halten uns nicht an rechts vor links. Boah, aber blinken tun wir. Ja, blinken. Weil das macht man halt einfach. Brumm, 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 brumm. End on tour. Und ich kenne das von der Nordsee, dass man an der Nordsee extra hinfährt, um eine Art Luftkur zu machen. Weil einfach die Luft da sehr gesund ist. Also zum Beispiel jetzt in München. Ja, die Luft ist da auch nicht super schlecht, aber wenn du halt rausfährst, so eine Stunde oder so, dann merkst du halt schon einen Unterschied auf einmal dann doch, wenn du dann da die Landluft schnupperst. Aber ja, es ist jetzt nicht so schlimm jetzt wie in anderen Großstädten auf der Welt. Aber hier merkt man das schon, also die Luftqualität hier ist bestimmt sehr gut. Ich liebe Brücken. Ah. Hey, wo fahren wir nochmal hin? Ich habe keine Ahnung, ich werde es nicht fahren. Okay. So, jetzt schaue ich mir mal die Schiffsschraube an. Das ist eine Schraube aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht ist hier auch schon irgendwas passiert, weil die so schön verbogen ist. Interessant. So. Guck mal, was hier Interessantes so gibt. Alte Kanone aus Bronze. Verbrise. Da geht's gleich runter. Das ist super ganz nah. Wenn ich ein Vogel wäre, würde ich die ganze Zeit so Tricks machen und so Lookings und so. Da hat jemand Hunger, gell? Da ist der Schnabel mit voll. Ich komme hier nicht so einfach rückwärts. Ah doch. Okay, passt. Schaffe ich. Auf zur Fähre. Da sieht man es schon auf dem Schild. Ich glaube, das erste Mal, dass ich jetzt mit dem Motorrad auf die Fähre fahre. Ciao Norwegen. Es war so schön. Kurz, aber schön. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt, merke ich. Also ich bin ja schon mal eine Fähre gefahren, aber nicht mit dem Motorrad. Keine Ahnung, wieso das so aufregend ist. Hallo. Can I say hello to your camera? Oh yeah, if you... Can I film? Yeah, if you know, no problem.
Hi, I'm Antoni, I'm from Munich. From Munich, Germany. Oh, Munich, Germany. Yes. Hey, my name is Henok. Henok. Actually from Ethiopia, but live in Munich. Yeah. Yeah, cool. Yeah, nice to meet you. I appreciate it, bro. Okay. It's nice to be, you know, early. Yeah. Than late. Yeah. So sometimes the ferry can also go before, you know. Oh. Time is on. So yeah. Depends. Okay, good to know. The passenger is. Good to know. I want to say also one thing. Hmm? Bayern Munich. Okay. I'm not a big football fan, but the German is big fan. Yeah, yeah, I know. I'm from Munich, FC Bayern Munich, everywhere. Okay. Thank you. Man. So, da freut sich jemand, wenn er eine Kamera sieht. Da freue ich mich auch, wenn der sich so freut. Oh, ist das lustig. Ja, jetzt haben wir Zeit. Jetzt kann man mit anderen Motorradfahrern quatschen. Oh, I see the new Honda Transalp. Really beautiful. How is this? Great. Wow. When I have money, I would buy this too. Yeah. Looks, it's so beautiful. Mm. Nice. So, die Motoren laufen und wir dürfen auf die Fähre. Woo. Hallo Fähre. Rutschig. Das nie gesehen. Das ist ja auch eine riesen Fähre. Das ist verrückt, dass man einfach hier Sachen kaufen kann. Kinder können hier spielen und so. Genau. Gucken, ob ich nach vorne komme. Das ist ja schon eine riesen Touristenfalle. Das ist ja krass, das hätte ich gar nicht erwartet hier. Kannst du alles Mögliche kaufen. Bestimmt tax-free, weil das International Waters ist. Aber ich habe keine Ahnung. Das ist sehr. Ich bin jetzt sehr überrascht. Das ist ja brutal. Also, ich laufe mal so weit wie möglich nach vorne. Aber es sieht nach einer Dead End aus hier. Toll für die Uhr. Hätte ich nicht erwartet. Sitze ich hier im Bordrestaurant, habe was gemütlich gegessen. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, auf so einem großen Schiff. Mal schauen, wie es mir heute gehen wird in den nächsten paar Stunden. Das ist einfach ein komisches Gefühl, so ein bisschen, ja, vielleicht wie beim Fliegen, einfach so ein bisschen, Naja. How do you walk so straight? Walk straight in the waves? Yes. You have to train like every day. Training. You get used to it. It's training. Yeah. Thank you. Ich trainiere heute. Ich werde gleich mal das Schiff hoch und runter laufen. Weil es ist.
erster Fehler. Hallo Dänemark! Hallo Finnland! Alter Schwede!